habe heute am Abend dreimal gehört, dass ein Sportwagen sehr laut die Nordbahnhofstraße entlang gefahren ist, Richtung Eckartstraße, und einmal auch richtig beschleunigt hat Richtung Milchhof runter. Das ist ein Wohngebiet, das ist 30 km/h, der ist mit Sicherheit nicht 30 km/h gefahren. Und ich habe um 23.25 Uhr das Polizeirevier in der Wolframstraße angerufen und mitgeteilt, dass das hier ein sehr lautes Fahrzeug unterwegs ist. Und auf die Frage hin, ob ich das Fahrzeug gesehen habe, habe ich gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es gehört. Und dann meinte er, ja, Geschwindigkeitsmessung kann er nicht machen. Aber ja, dann habe ich darauf gesagt, ja, dann schauen Sie halt mal nach, ob das Fahrzeug nicht zu laut ist. Auf jeden Fall ist mein Eindruck, dass es auch zu schnell ist. Also ich höre jetzt kein lautes Fahrzeug mehr, was rumfährt. Ob das der ist, weiß ich nicht. Aber das ist hier, weiß nicht, 50, oder? Hier fährt man eigentlich nicht so schnell. In den späten Abendstunden haben sich mehrere Anrufer bei unserer Leitstelle gemeldet. Die haben hier einen Unfall gemeldet in der Rosensteinstraße, hier Höhe des Gebäudes 24. Die Erstkräfte haben dann bei Eintreffen festgestellt, hier sind zwei Fahrzeuge beteiligt, ein Sportwagen und ein Kleinwagen. Soweit die Personen in diesem Kleinwagen waren eingeklemmt, konnten zunächst nicht geborgen werden, waren nicht ansprechbar. Aufgrund der fachlichen Zuständigkeit haben sie uns dann zeitnah verständigt. Wir vom Verkehrsunfallaufnahmedienst machen dann die weitere Sachbearbeitung. Soweit jetzt bisher unser Stand der Ermittlungen, trug sich der Unfall so zu, dass der beteiligte Sportwagen die Rosensteinstraße stadteinwärts fuhr mit anzunehmend hoher Geschwindigkeit. Das Fahrzeug geriet dann in der Annäherung an diesen Gebäudekomplex hier, Rosensteinstraße 24, in einen instabilen Zustand, geriet nach links, in Fahrtrichtung nach links, auf die Gegenfahrbahn, dann auf den Gehweg links gelegen, und in der weiteren unkontrollierten Fahrbewegung prallte dieser Sportwagen dann gegen eine in der Hofzufahrt links stehenden oder ein stehendes Kleinfahrzeug, dieser Citroën, ein C1, besetzt mit zwei Personen. Durch diesen massiven Anstoß sind dann beide Fahrzeuge in der weiteren Auslaufbewegung stark deformiert worden. Teilweise ist das Gebäude mit beschädigt worden. Hat sich dann leider herausgestellt, durch diese massive Kollision waren die beiden Fahrzeuginsassen in diesem Citroën nicht mehr zu retten. Das heißt, sie sind hier noch, der Tod wurde noch festgestellt an der Unfallstelle. Soweit ist das unser jetziger Stand. Wir haben einen Sachverständigen an die Unfallstelle hinzugezogen. Der macht dort ein Gutachten, um einfach die Fahrgeschwindigkeiten nachzuverfolgen oder nachzustellen, den Unfall selbst nachzustellen und dann herauszufinden, okay, in welchen Geschwindigkeitsbereichen bewegen wir uns. Zu den Fahrzeuginsassen kann man sagen, der Fahrer vom Jaguar ist 20 Jahre alt, ist ein Mietfahrzeug, hochmotorisiert, 550 PS. Und im Kleinwagen, in dem Citroën, waren die zwei Personen. Der Fahrer war 25 Jahre alt und die Beifahrerin 22 Jahre alt. Wie gesagt, die beiden sind tragischerweise verstorben. Sachschaden entstand ca. 100.000 Euro. Wir nehmen an, dass die Unfallursache in der überhöhten Geschwindigkeit liegt. Inwieweit hier das zusammenhängend ist, ob es hier vorausgehend schon Meldungen gab, ob das dieses Fahrzeug war, weiß man jetzt zu jetzigem Stand der Ermittlungen noch nicht. Das müssen
da muss man sich noch gedulden und das muss man noch rauskriegen, ob das unmittelbar zusammenhängend ist. Es gab einen Hinweis eines Zeugen, der dieses Fahrzeug möglicherweise schon vorausgehend hier auffällig schnell fahrend beobachtet hatte. Nee, 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 nee